Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Remake. Ich bin nicht alleine, mit mir dabei ist, ja, wie gewohnt, Rufen. Hallo, willkommen zu Resident Evil 3 Remaker. Ich bin seit der letzten Folge ein bisschen demotivierter, denn wir sind nicht mehr mit Carlos unterwegs. Ach nein. Sondern jetzt mit Jill Valentinstag. Ja, nachdem wir ja im letzten Part, oder nachdem im letzten Part Jill ja mit diesem Zug verunglückt worden ist, sind wir jetzt... Verunglückt würde ich jetzt nicht sagen, sie lebt noch. Oder vielmehr die Passagiere. Und in dem letzten Part haben wir uns ja mit Carlos im APD durchgeschlagen. Achso, bevor sich irgendwer wundert. Es könnte sein, dass man bei mir vielleicht mal im Hintergrund ein Auto oder so hört. Ja. Aber ich bin da ja jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal, denn es ist scheiße warm hier in diesem Zimmer. Ja. So, ne? Ich bin schon mal rausgegangen. Und dann wird man gleich mal... kriegt man gleich mal einen Besuch. Ja, ich bin schon die Treppe hoch. Na, ich meine, nee, nicht! Na, toll. Ja, nehme ich kurz die Shotgun. Dann kann man einen kurzen Prozess machen. Ich warte vor der Leiter, ne? Jojo. Boah. So. Ja, nice. Das Lies wieder aufgestanden. Na, eigentlich bin ich so weit. Da bin ich jetzt auch vor der Leiter. Okay, ich gehe hoch. Ja. Gehen wir auch. So. Ist immer noch am Leben. Ich muss weg hier. Okay. Dann gehe ich mal nach vorne. So, der Kreatur entkommen. Ja, wir müssen ja noch weiterhin Nemesis nochmal entkommen. Da hatten wir ja auch schon vor zwei Parts, glaube ich, war es. Hatten wir ja auch den ersten Bosskampf auf dem Dach. Und da haben wir ja eigentlich gesagt, dass er eigentlich sehr, sehr gut gemacht ist, sage ich es jetzt mal. Also man hat da wenig Schwierigkeiten. So. Da ist nochmal eine Kiste, die machen wir mal auf. Ja, rotes Kraut, das ist ganz gut. Kann man das gut mit dem Grünkraut kombinieren. So. Eigentlich haben wir alles so abgegrast. Ja. Haben wir. Na, warte. Da hinten steht noch eine Figur. Uhrenturm-Broschüre. Wo hast du die gefunden? Ach, die liegt auf einer Bank. Ganz vorne. Ey, ab zur Bank. So. Ah, da. Ah, der Uhrenturm. Ist das der da hinten? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann gehe ich mal die Treppe hoch. Ich auch. Ich hoffe, wir bekommen noch einen Reiseführer. Für mehr Informationen. Ich glaube ja. Ja? Da ist er. Ich weiß es nicht. Burn, baby, burn. Oh, zufällig fällt er ins Wasser. Das ist reiner Zufall. Oder willst du jetzt sagen? Carlos, melde dich. Ja, was ist? Vergebens. Du bist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Wir sind alle tot. Mikhail, sie alle. Scheiße. Nikolai hat uns verraten. Nemesis. Ich weiß jetzt, wie du meintest mit Reiseführer. Hi. Ist ein netter Boy, ne? Ja. Können Sie mir mehr Informationen geben über den Uhrenturm?
So wie er schreit nicht. Nee? Ich glaube, er mag uns nicht. Schade, ich dachte, er mag uns. Wenigstens ist ein Köter verdeckt. Das muss man ihm ja lassen. Ja. Und jetzt geht's los. Der zweite Bosskampf mit dem Nemesis ist ist schon einfach, wenn man weiß wie. So. Boah, ich hätte viel dran. Auf jeden Fall als ersten Tipp sehr viel ausweichen. Und zur Gelegenheit, wenn man die hat, die Munition auf jeden Fall einsammeln. Ich sagte ausweichen, dann werde ich gepackt vom Nemesis. Deswegen sage ich jetzt schon mal Verzeihung. Falls wir nicht so viel kommentieren. Ja, Bruder, was steht? Steht. Da, la, 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 la. Nein, daneben. Nein, daneben. Nein, daneben. Gewiss. Haha. Aufgemacht. Nemesis sauer. Nemesis böse. Nemesis auf jeden Fall. Da kennt ihr nicht den Nemesis. Ja, klar. Eieiei. Falsche Richtung. Stimmt, geht nicht. Frage ich mich auch gerade, was mit dem nicht wirklich stimmt. Munition am besten holen. Komm. Ja. So. Jetzt müsste er eigentlich sich im Kreis nochmal bewegen. Wenn er den lauten... Ja. Weil wenn er den lauten Schrei hat, bewegt er sich jetzt sehr schnell im Kreis. Und... Ihr seht es ist verdammt schwer, ihn im Laufen irgendwie... in Ansatzweise irgendwie einen Schaden reinzudrücken. Deswegen jetzt schießen, während er stehen bleibt. Zack, nochmal einen Schaden. Wir nehmen nochmal ein normales Kraut. Alles in Ordnung? Ich hab mich voll erschrocken. Bleib jetzt mal stehen. Ja, ist gut, wir wissen es. Du kannst im Kreis rennen. Nicer Boy. Ah, verdammt. Ich war gerade ein bisschen verschwenderisch. Gerade. Okay, noch rot. Wir haben anscheinend noch Munition irgendwie übersehen. Okay, nochmal Flintenmunition. Perfekt ausgewichen. Ja, noch ein bisschen mehr mit dem... Ah, verdammt. Konnte ich nicht rechtzeitig ausweichen.
Hallo, Herr Nammels. Nettes Nammels. Gutes Nammels. Hab ihn jetzt nur mal am Bein erwischt. Ich hab nicht mehr gesehen! Oh. Hab ich jetzt ein bisschen mit der Schrotflinte Schaden gemacht. Hab auf jeden Fall schon mal den Satz bekommen, mit Bewegung ist ja sehr schwer zu treffen. Zum Anhalten bringen. Was? Frage ich mich auch gerade. Aua. Puh. Bin ich nicht. Was ist denn jetzt so? Ich hab ihn erledigt. Nee, ich noch nicht. Er hat geschrien. Carlos, bist du noch da? Was denn jetzt vor? Komm schon, und er rennt wieder im Kreis. Mach am besten, das habe ich jetzt zumindest gemacht. Wenn er noch am Boden ist, auch ein paar Mal mit der Schrotflinte drauf. Das habe ich jetzt die ganze Zeit noch gemacht. Da hat's irgendwann gut funktioniert. Ich gucke noch mal wegen dem Loot, ob ich noch irgendwas hier abgrasen kann. Ja, meiner ist auch weg. Aber anscheinend nicht. Ja, wie wir es schon gesagt haben, wenn man weiß, wie, dann, ja, weil ich kann euch jetzt schon mal versichern, oder ich zumindest, bin oft gestorben bei dem Boss. Weil der ist, ihr habt ja gesehen, sehr aufregend, kann man sagen. Also für mich zumindest. Und ja, wie gesagt, wenn man wirklich nicht weiß und auch nicht 100% die Übersicht hat, dann kann es sein, dass man sehr schnell stirbt. Finde ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal, hat es mir irgendwie besser gelungen als beim zweiten Mal. Ich weiß nicht warum. Ja, bei mir auch gerade. Also ich habe jetzt. Was für eine Lüge, Digga. Ich bin beim ersten Mal so drauf gegangen. Ja, ich auch. Ja, ich habe auf jeden Fall alles hier abgelootet. Ich könnte durch das Tor gehen, wenn du auch bereit bist. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich merke schon, während des Bosses kam auch so ein bisschen, ich sag's mal, das Adrenalin. So die Aufregung halt, weil ihr habt ja gesehen, wie viel Damage er machen kann, wenn man von ihm gepackt wird, vom Nemesis, und da ist man sehr oft jetzt alles abgegrast. Ja, auf jeden Fall, wenn man auf Rot ist, wie gesagt, geht schnell das Heilkraut nehmen und, weil da kann man sehr schnell drauf gehen halt. Das wollte ich noch dazu sagen. Oder hast du noch was hinzuzufügen zu dem Boss, bevor wir hindurchgehen? Also das Einzige, was ich hinzufügen kann zu diesem Bosskampf ist, er liegt sehr auffällig. Ja. Mehr nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal durch das Tor durch, ne? Wir sind gleich wieder da.
Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Jill! Hey, sag doch was! Verdammt! Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Barth sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Supercop. Das wird schon. Ich hole dir diesen Impfstoff. Ja. Ja, Kakalos! Jetzt sind wir im Krankenhaus. Mit Ach. Carlos. Kakofalle. Kakalos ist wieder da. Ja. Und ich würde sogar vorschlagen, dass wir das im nächsten Part machen. Oder? Was? Ja. Du nimmst mir jetzt Kakalos weg. Ja. Er ist das. Er ist nicht in Ordnung. Er ist aber im nächsten Part wieder da. Ich gehe zumindest einmal durch die Tür. Ja gut, ich auch. Habe ich getan, um wieder zurückzugehen und um zu speichern. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ja, die Tür hing bei mir erstmal kurz, für eine kurze Zeit erstmal weg. Ja. Haben es aber trotzdem einiges gut geschafft. Wir haben den Nemesis besiegt. Und ja, wurden von Carlos gerettet, oder wie er jetzt auch für Rufen gut heißt. Nein, gezwungen werde ich das nicht sagen. Okay, Jill wurde von Carlos gerettet. Nein, tu nicht so, als ob du dazugehören willst. Das ist mein Carlos. Auf jeden Fall wird der nächste Abschnitt sehr, sehr, ja, kann man eigentlich sagen, interessant. Ich wollte sagen, interessant. Ach so. Kann ich Jill eigentlich mit dem Messer angreifen? Nein, kann ich nicht. Nein, Schade. Geht nicht. Das geht. Das Messer geht durch mystische Hand einfach durch ihr durch. Nee, er nimmt es einfach runter. Ah ja, stimmt, weil sie es verbindet und deswegen. Ja, man kann sie nicht angreifen. Ja, auf jeden Fall nix. Dieser Carlos. Auf jeden Fall im nächsten Part gehen wir weiter mit Carlos durch das Hospital und werden uns da jetzt nochmal durchschlagen, werden versuchen, den Impfstoff irgendwie zu, ja, finden, den ja Jill Valentine braucht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würden wir uns auch über ein Abo freuen. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und von mir aus war es, die letzten Worte hat Rufen. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr neu seid, abonnieren nicht vergessen. Und einen Daumen nach oben, das würde uns extrem freuen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und der nächste Part wird Carlos. Ciao.